Hallo schön Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia: Donner's New World. Im letzten Part habe ich keine Ahnung mehr, was passiert ist, zu lang her. Ah doch, wir sind hier in die Stadt gegangen und haben Regal getroffen, der im Knast sitzt. Und der Akisako-LP macht jetzt auch mit. Jo. Und wir werden jetzt bei der erstmal ruhig sein, weil jetzt kommt das Skit. I must confess, you continue to fascinate me. If we could only tap into your memories, the mysteries of the ancient world would be at our disposal. It's incredible how dramatically rain changes from moment to moment. Is it? I barely notice anymore. What I thought was odd was when she was needling you with all those questions earlier. Really? The way she is now seems a lot weirder than that. I don't know. There was something very curious about her interest in you. No way! She was definitely weirder just now. Genus? Marta? May I ask what you find so odd, very curious, and definitely weird about me? Nothing at all! Oh man, wie sie die fertig macht immer, ne? Na, natürlich, ach hier, ich hab natürlich wieder Katzmission ausführen gemacht, deswegen nun Level 46. Mein blauer Drache wurde jetzt zum ältesten Drachen und ich habe eine Chimäre geholt, die Rico heißt. Rico! Wow. Haben auch ein paar neue Arts gelernt, Lightspear kennen und so. Haben neue Ausrüstungen, okay. Das lege ich mir nicht an, weil das ein Wasserattribut hat. Wasserattribut gleich doof. Hier, okay. Sie hat eine neue, dunkle Kugel. Ja, ich habe lieber ein Schwert, wo keine Attribute drauf sind, also keine Status-Attribute wie Wasser oder so. Ja, weil dann hast du immer den gleichen Schaden. Jo. Jetzt gehen wir in die Höhle von Camberto um. Ein Rosmarin zu holen. Höhle von Camberto, wir sind ruhig. There doesn't seem to be any here. Let's keep going. Rain? Yes? You made a meal mad on purpose earlier. Why did you do that? Oh, I wasn't lying when I said I wanted to hurry our journey along. Rain! Emil, you probably won't like this, but Lloyd once said something similar. Huh? How can we go on a quest to regenerate the world if we can't even save the people standing right in front of us? Lloyd said that? Come on, let's keep moving. Is it just me, or did she avoid the question entirely? Yeah. Why? Weil sie's kann. Oh, yeah. Okay, Skit, fuck you. This area has a lot of herbs. You're right. Herbs? I've never liked them much. Why's that? Well, they smell weird for one thing, and they're usually too spicy or bitter for me. They just don't taste good. I guess you're still a child in that regard. I am? As you get older, you learn to appreciate the more bitter flavors. Yes, darkness and bitterness are the two principal flavors of adulthood. I don't think darkness is technically a flavor. In other words, since Tenebrae's the centurion of darkness, that means he's old. Oh. He's old. Da drüben ist ein Schalter, komm ran. Gegner, du lässt mich bitte in Ruhe. You are too weak. Auf welches nun Schwierigkeitsgrad zockt ich überhaupt gerade? Das weiß ich nicht. Schwer. Während die Kranzmission habe ich immer auf Ultra gezockt. Es gab mehr EP! Nein! Dum dum dum. Jetzt hat der Gegner auch noch einen präventiven Angriff. Das ist scheiße. So, jetzt nicht mehr. Jetzt geht's auf Maus. Ja, ihr seht, Mark hat Prism Force gelernt. Die kann aber auch Cold fahren. Ja, das war da hat sie gerade eingesetzt. Ich mag Photon nicht mehr. Rain lässt sich gar nicht ein. Oh doch, sie hat's gerade getan. Erstaunlich. You still got some learning to do. Then let's go on to study love. Go by yourself.
Gedisst! Dann lass uns über das Thema Liebe lernen. Geh selber lernen. Nein, Fertigkeiten von Ima. Oh. Das hat Leute. Ach, in mir, ich sag schon Leute, genau. Nur weil ich momentan Tales of Phonia 1 zocke. Ja, ich merke das schon, dass du ein bisschen durcheinander kommst dabei. Ich bin heute ja auch bei der Aufnahme durcheinander gekommen. Verständlich, wenn man erstmal das zockt und dann auf einmal das hier. Rain! Du kriegst 2x2 bei Beschleunigung rein, zauberst du schneller, auch wenn du nicht heilen tust. Auch wenn es bei ihr nur heißt, Photon! Du kannst doch öffnen. Jagdschwert, nobody needs this. Ja, ich hab das schwarze Schwert, was eigentlich blau ist. Nein. Ach, das schwarze Schwert, das eigentlich blau ist. Das fand ich klasse. Hier, grüner Tiger. Wall of Fury. Wie viel Angriff mag ich eigentlich auf dem Boden? 1, 2, hey, Natürlich war es leicht. Wir sind ja auch nur nicht overpowered. Nein. Natürlich nicht. Ich laufe hier im Kreis. Ich glaube, ich weiß wieder. Und wisst ihr was, damit das war immer schwerer ist für mich? Ultra. Also Ultra ist gleich Unknown. Bei Tales of the Abyss. Oder Mania bei Tales of Symphonia 1. I don't know. Burn! Huss! Der Fug, ich hab hier jetzt. Oh, süß. Nicht los! He's dead. That's it? Guck mal, wie viel Erfahrung er gab. Ein. Besser als einen halben. Ne, zwei. Es gab ja noch Bonuserfahrungen. Oh. So, wie war das jetzt nochmal? Auf jeden Fall, da können wir den Ring des Rechts ändern. Im Wasserelement. Okay, mal weiter. Was ist das? Eine Pflanze? Dö. Ich muss jetzt erstmal wieder richtig reinkommen, weil ich habe heute auch erst noch die Symphonie 1 gespielt. Und dann die Steuerung wechseln, das geht gar nicht. Kann ich mir vorstellen. Ich finde es doof, dass man keinen Classic-Controller verwenden kann. Das hätte ich jetzt einfach verwendet. Eine Cutscene. It's cold. Maybe it's because of the water running through here. Cutscenes, cutscenes, immer diese cutscenes, ne? The water must not be that cold. It seems that way. Too cold one minute and too hot the next. Human beings are very inconvenient. Tenebrae, you are insensitive in every sense of the word, you know. How rude. I have senses too, I'll have you know. What sort of senses? For example, I can sense when it's dark, darker, or especially dark. Nein! You're the Centurion of Darkness? That's your job. Also, how rude. Ich bin doch kein unsensibler Vogel. Huch, da war was. Da war wieder was. Eine große Blume treibt auf dem Wasser. I don't care. Pass auf, immer. Special Sword Trick. Und hier müssen wir auch mit Wasser arbeiten. Jetzt müssen wir kurz auf die Blume da warten, weil die treibt jetzt bis hierhin, dass wir da rüber können. Warum? Wegen der Strömung. Ist gut. Natürlich geht sie auch nicht unter, wenn wir drauf treten. Warum sollte sie das auch tun? Natürlich nicht. Was erwartest du von der Welt? Nein, Hilfe! Oh, geh weg. Blümchen? Hallo Blümchen? Ich brauche ein Blümchen. Hier ist kein Blümchen. Ah, hallo Blümchen. Hier ist ein Blümchen. Oh, da ist ja eins. Lol. So, das wird nämlich jetzt gerade austreiben. Nein, das ist in Ruhe.
Wie gesagt, die Richter-Sidequest haben wir leider verkackt. Dadurch kriegen wir eine geile Waffe nicht. Du weißt, welches Schwert ich meine, Jan, weil ich beim Durchspielen genommen habe, nachher, wo ich den Phönix töten musste. Kann sein. Die ist eine rote Feuerschwert-Gedöns. Hä? Ach so! Nein! Say your prayers. Ja, say your prayers. Aua, 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 Hilfe, aua, Hilfe, aua. Aua, aua. Ich glaube, Ultra war noch was ein bisschen zu doof für mich. Geh weg! Weiß ich nicht. Jeez. Aua. Aua. Ja, Ryan, wie wär's denn du mal... Ist da wieder unsere berühmte Ray? Aua, aua, Hilfe, Hilfe. Ich kann nichts tun, sorry. Wie war es? Da, Heaven Strike. Heaven Strike? Voll auf, jetzt zeige ich doch einmal Marthas Mystic Art. Prism Sword Marschlag so einfach. Nein! Oh, shit, man! Oh, Scheiße! So, jetzt sind wir auf Marthas Mystic Art, was einen auch gleichzeitig heilt und die Gegner sozusagen tötet. Killer Moon. Was? Sie leben noch. Dum dum dum. Sie sind tot. Beautiful roses have thorns. Cutie Marta has a fang. Be a little more enthusiastic. Schöne Rosen haben Dorn und die schöne Marta hat Reißzähne. Autsch! Das tut sicher weh. Emil disst die total. Was das? Ach, hier kann man einfach drüber. Captain Obvious Weg. Und hier jetzt? Ja, hier ist kein Captain Obvious Weg mehr, oder? Nein! Hä? Ich bin gerade ziemlich confused hier. Da ist so ein Stein, aber hier nicht. Warum? Machen wir mal da. Das geht nicht, solange ich hier draufstehe. Nein, das darfst du dann nicht. Ich will das nicht. Nein? Ne? Ich will den Schild. Zelda. Ne? Minishcap anfangen. Klar. Ich will diesen Schild jetzt sofort. Gib mir den Schild! Ich will kein Herz von China. Aber Katzi, wir müssen ruhig sein. There are a lot of herbs, but I don't see any rosemary. Don't give up. I'm sure we'll find some if we just go in a bit deeper. You're right. I'm sorry for losing faith. I'm the one who said we should look for it, so I can't give up until the end. Emil! What is it? Nothing. It's just... you've changed a little. Have I? Yes. It's hard to put into words, but I think it's a good thing. Thanks. Aw, that's so sweet. It's not like that at all, right, Emil? I wish she didn't deny it so strongly now. I guess it's my own fault. So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt im nächsten Part weiter in diesem Dungeon oder so, wie man es nennen mag. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!